Auf den ersten Blick ist es gar nicht zu erkennen. Doch hinter diesem Haus verbirgt sich tatsächlich ein Kloster. Die Zella St. Benedikt. Seit 23 Jahren gibt es hier dieses kleine Klösterchen, was gar nicht so klassisch klösterlich aussieht. Wir sind zurzeit 5 Brüder. Am 3. September eröffnete diese kleine Gemeinschaft einen eigenen Klosterladen. Hier gibt es die verschiedensten Waren zu kaufen. Bücher, Nudeln, Dekorationsgegenstände oder auch Wein und Liköre. Gratis dazu gibt es nette Beratung und Informationen über das Kloster. Der Punkt ist nicht primär erstmal Gewinn, sondern dass wir neben der Einladung zu unseren Gottesdiensten, Gebetszeiten, eine Einladung aussprechen, mit dem kleinen Stadtkloster hier in Kontakt zu kommen. Also ein niederschwelliges Angebot, weil es Menschen in einer Großstadt wie Hannover es ist, durchaus Phänomene gibt, wo es schwerer ist, sofort zu so einem Gottesdienst zu gehen, als über eine Klosterkonfitüre ins Gespräch zu kommen. Der Laden ist sehr hell und offen eingerichtet. Auf diese Weise ist er das genaue Gegenteil von Kirchen, die oftmals mit Kälte und muffiger Luft verbunden werden. Somit kann man leicht vergessen, dass es sich um einen Klosterladen handelt. Er ist klein, aber gut sortiert und natürlich schon etwas ungewöhnlich. Das Besondere an unserem Laden ist, dass wir Produkte haben, die es so unbedingt nicht in Hannover gibt. Also die in Klöstern hergestellt wurden. Und es ist das Besondere, dass der Kunde hier von einem Mönch bedient wird, was es sonst in Hannover nirgends gibt. Netter Service und hochwertige Produkte zeichnen das Geschäft in der List aus. Jeder ist hier gern gesehen, um Klosterprodukte von den freundlichen Mönchen zu kaufen.